Hallo und herzlich willkommen zu unseren CSP2 Inspiration Weeks. Heute mit dem Thema 42 oder ist ChatGPT etwa die Antwort auf alle Fragen? Sehr interessanter Titel, finde ich. Ja, macht Lust auf mehr. Mit den beiden Experten, dem Dr. Gerhard Heinzerling und dem Michael Zielinski von der Arineo, an die ich auch gleich übergeben werde. Aber zunächst wieder ein paar Worte zur Organisation. Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet. Ihr könnt aber Fragen über die F&A-Chat-Funktion stellen und die werden wir dann zwischendurch oder wahrscheinlich am Ende der Session beantworten, respektive der Gerhard und der Michael werden das tun. Und das Ganze wird auch wieder aufgezeichnet natürlich und ist über wiederholtes Klicken auf den Teilnehmerlink dann auch im Nachgang wieder abrufbar. Also verpassen kann man nichts und ihr könnt das auch gerne weiterempfehlen und weitergeben. Genau, und damit schon Schluss mit meiner kurzen Vorrede und ich übergebe an dich, Michael. Ja, vielen Dank, Dirk. Auch herzlich willkommen und hallo von meiner Seite, beziehungsweise von unserer Seite. Dirk hat das ja gerade schon gesagt, wir sind heute zu zweit. Ich übergebe gleich an meinen Kollegen Gerhard, der hauptsächlich durch die Session führt. Hier schon mal unsere Kontaktdaten, die kommen ganz zum Ende auch nochmal, weil Sie uns ja, ja kontaktieren können, natürlich zu diesen ganzen Themen, die wir heute vorstellen, auch zu dem. Also zu der Einladung, zu der wir ganz am Ende kommen. Starten wir aber erstmal mit der Agenda. Wir werden ganz kurz darauf eingehen. Arineo, wer sind wir? Dann gibt es schon das nächste Thema, da übergebe ich an Gerhard, Visual GPT, also was ist das? Dann kommen wir zu Beispielen, Use Cases, was man alles damit machen kann und dann die Next Steps, also wie Sie das für Ihr Business verwenden können. Heute die kurze Agenda. Starten wir erstmal mit Arineo. Eine kurze Vorstellung. Arineo ist 2018 gegründet. Wir sind mittlerweile an 16 unterschiedlichen Standorten, darunter auch Dänemark, Österreich und China vertreten. Mittlerweile sind wir tatsächlich über 350 Mitarbeitende bei Arineo, und dürfen 300 Kunden, 300 plus Kunden bedienen, und sie mit den Microsoft-Technologien, aber auch SAP-Technologien beglücken. Wir sind in unterschiedlichen Partnernetzwerken unterwegs. Wir sind zertifiziert Microsoft-Partner. Bundesministerium für Bildung und Forschung komme ich gleich noch ganz kurz zu. Wir sind im Inner Circle und natürlich auch Telekom-Partner. Ja, was machen wir bei Arineo? Wir sind sehr konzentriert auf den Microsoft-Stack. Und wir sehen das hier, also einmal das Microsoft 365, wo wir uns über um das Office-Paket kümmern. Hier gibt es natürlich auch Integration von ChatGPT. Jeder oder viele werden davon gehört haben, die Integration eines neuen Produkts, Copilot von Microsoft. Wir kümmern uns allerdings auch um Collaboration-Aspekte, also mit Microsoft Teams. Dann auf der anderen Seite sind wir mit den Microsoft Business-Applikationen unterwegs, also Dynamics 365. Hier geht es mehr um ERP-Systeme, um Customer Relationship-Systeme und Dinge, die Sie für Ihre Business-Prozesse benötigen. Ja, um Business-Prozesse oder diese beiden Welten zu verbinden, da kümmern wir uns auch noch um die Power-Plattform. Das ist ja mehr, das geht ja eher in Richtung End-User. Das heißt also, der End-User kann tatsächlich Dinge automatisieren, er kann eigene Power-Apps bauen, also eigene Applikationen oder natürlich mit Power BI die entsprechenden Auswertungen darüber fahren. Und das Ganze braucht eine solide Basis, also Microsoft Azure. Hier kümmern wir uns um die, naja, gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten, das ist dann Microsoft Azure DevOps, die ganzen Sicherheitskomponenten, damit die Cloud, Ihre Cloud auch sicher ist. Und heute sind wir insbesondere im Themenbereich Machine Learning unterwegs. Machine Learning in Azure bietet uns ganz, ganz viele Möglichkeiten. Nicht nur ChatGPT, sondern gestern hatten wir eine Session rund um Cognitive Services. Sehr interessant, wenn Sie sich die im Nachgang auch nochmal anschauen möchten. Die wurde aufgezeichnet. Also die Komponenten, die es in Microsoft Azure gibt, die lassen uns ganz, ganz viele tolle Dinge mit Machine Learning machen. Außerdem ist Arineo Forschungspartner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und hier haben wir insbesondere zwei Forschungsthemen, die wir voranbringen. Das eine ist das Thema Knowledge Mining, das heißt also wirklich Informationen zu verarbeiten, mehr Gewinn aus Informationen zu ziehen,
Und das können strukturierte Daten sein, das können Internetinformationen sein, also wie Webseiten und Ähnliches. Und diese verarbeiten wir und bringen da den Mehrwert und Handlungsempfehlungen vielleicht auch, die wir da herausstellen. Das andere Thema ist das Thema Bilderkennung und aber auch Bildgenerierung. Das heißt also alles rund um Images, und dazu werden wir auch noch ein bisschen was sehen heute in dem Zusammenhang. Und genau diese beiden Themen treiben wir auch schon seit einiger Zeit vor. So viel erstmal zu Arineo. Und ich darf jetzt an Gerhard übergeben. Gerhard, du kannst gerne das Bild übernehmen. Ja, das mache ich. Vielen Dank, Michael. Super, danke auch. Ich übernehme jetzt mal. So. Ich habe das Ganze mal multimodales ChatGPT genannt. Das kommt so ein bisschen von der Microsoft. Und worum es heute gehen soll, ist nicht nur reines ChatGPT. Ich glaube, das kennen alle hinlänglich gut. Wir haben auch von der Arineo aus relativ viele Vorträge jetzt zu ChatGPT gehalten. Worum es heute gehen soll, ist, was kann ich denn rund um ChatGPT mit ChatGPT noch machen? Und das möchte ich so ein bisschen erklären. Ich würde mich auch ganz kurz vorstellen. Allerdings möchte ich die Vorstellungsrunde jetzt so gestalten, dass ich eher erzähle, was ich vor fast 25 Jahren, also im letzten Jahrtausend, an der Uni gemacht habe, weil das direkten Einfluss darauf hat, was ich heute tue. Ich möchte ganz kurz abschweifen und gehe mal in den Bereich der Bild- und aber auch der Sprachverarbeitung. Was ich mich seinerzeit gefragt habe, ist, wie Wörter im Gehirn gespeichert sind. Keine Sorge, das weiß bis heute immer noch niemand. Aber wir haben uns in der Forschungsgruppe gefragt, wo sind die Wörter und wie hängen sie mit der Bildverarbeitung zusammen? Dazu haben wir Tip-of-the-Tongue-Phänomene untersucht. Also Phänomene, wo einem etwas auf der Zunge liegt, man kommt aber nicht drauf. Und man kann feststellen, dass es im Prinzip zwei große Sprachareale gibt, das Broca-Areal und das Wernicke-Areal. Und dann haben wir eben Leute nach bestimmten Kategorien gefragt, sagt, sag mir mal alle Affenarten. Und dann ging es los eben mit dem Klassiker, dem Gorilla und so weiter. Und dann kamen wir drauf, manche Leute wissen ein Wort, wissen auch genau, wo sie das Tier gesehen haben, kommen aber nicht auf dieses Wort. Also sie haben dann gesagt, ja, letzte Woche noch im Tiergarten, und dann hat man eine Zusatzinformation gegeben und dann kam eben der Pavian raus. Das Ganze habe ich dann als neuronales Netz seinerzeit programmiert. Das war alles noch ganz neu. Man wusste noch gar nicht, was neuronale Netze sind. 97, 98 war das, und habe das vor allem mit Kohonennetzen gemacht. Und da konnte man dann eben Bereiche auf diesen neuronalen Karten sehen, die immer größer wurden, je häufiger ein Wort benutzt wurde und je rezenter, also wie lang ist das her, dass ich das Wort genutzt habe. Dadurch hatte man das erste Mal so eine Korrelation zu einem Substrat, also zu einem neuronalen Netz. Und vorher war es immer so, da hat man eben nur einfach gesagt, ja, das Wort ist blockiert. Das haben die Psychologen so gesagt, aber man wusste eigentlich gar nicht, was man damit meint, es ist blockiert. Damit war das Ganze geboren und ist jetzt ja fast 25 Jahre her. Und mittlerweile bin ich ganz normal bei der Arineo im Bereich AI ansässig. Und da machen wir ganz verschiedene Projekte. Von diesen Projekten möchte ich mal zwei, drei ganz kurz umreißen. Wir machen also zum Beispiel für die Stadt Göttingen eine Fahrzeugzählung. Da hatten wir das Glück, letztes Jahr den Smart City Wettbewerb zu gewinnen. Und da geht es darum, alle möglichen Fahrzeuge, LKWs, PKWs, Motorräder und so weiter zu filmen. Wobei man natürlich dank des Datenschutzes keine Menschen und keine Nummernschilder aufnehmen darf. Also haben wir uns überlegt, dann machen wir das doch mit der Infrarotkamera. Die funktioniert aber auch nur bedingt, weil es kann ja sein, dass da irgendwo eine Laterne ist und dann springt die schon mal gar nicht mehr an. Und deshalb sind wir jetzt komplett auf Wärmebilder übergegangen. Also kurzum, wir machen sehr viel im Bereich der visuellen Wahrnehmung. Dazu vielleicht noch ein kleines Beispiel. Wir haben auch eine App geschrieben,
Die App selber ist jetzt gar nicht so wahnsinnig besonders. Mit der kann man prinzipiell erstmal nur Bilder aufnehmen, kann die ins Backend speichern und so weiter. Aber das Tolle dabei ist, man kann die Modelle on the fly wechseln. Das soll heißen, ich möchte jetzt erstmal nur Pflanzen aufnehmen. Jetzt komme ich aber auf die Idee zu sagen, nee, ich möchte doch lieber Autotypen erkennen und kann einfach on the fly die Modelle wechseln. Was man jetzt hier sieht, ist für Strube gemacht. Strube macht ja Saatgut. Und man soll hier verschiedene Pflanzen erkennen. Und das funktioniert mit der App eben so schön, dass man statt eine Pflanze jetzt rauszureißen und zu gucken, welche Krankheiten hat die und schickt sie vielleicht noch in ein Labor, sofort mit einem Klick erkennen kann, welche Krankheit ist darauf zu sehen. Die farbige Darstellung ist nochmal für uns wichtig, weil wir damit rausbekommen, wo das neuronale Netz denn aktuell hinschaut. Also guckt es jetzt auf den Boden oder guckt es auf die Steinchen oder guckt es tatsächlich auf die Pflanze. Ich zeige das nochmal an einem Beispiel, was wir für die KWS gemacht haben. Die KWS macht auch Saatgut und hier haben wir was ganz Ähnliches. Wir können also Pflanzenkrankheiten wie Pseudomonas zum Beispiel mit einem Klick erkennen. Wir haben Erkennungsraten von 98%, also man kann sich sehr sicher sein, dass man dann die richtige Krankheit hat und kann dann daraus seine Schlussfolgerung ziehen, wie viel Dünger muss ich verwenden oder ist die Pflanze vielleicht schon so tot, dass ich sie nicht mehr verwenden kann, unterheben muss und so weiter. Und vielleicht als letztes Beispiel noch, was wir auch gemacht haben, mit Hilfe von Satellitenbildern haben wir erkannt, welche Grenzen ein Feld hat. Und das kommt nachher nochmal, wenn wir das im Rahmen von ChatGPT uns angucken. Da gibt es sogenannte U-Nets, wer das vielleicht schon mal gehört hat. Das ist ein ganz bestimmter Typ von neuronalen Netz, mit dem man sogenannte Assoziationen schaffen kann. Und die Assoziation hier ist einfach von so einem roten Feld zu den Koordinaten. Und die haben wir von der KWS bekommen. Das sind eben Koordinaten, die die Landwirte rausgegeben haben und gesagt haben, okay, ich habe hier schon mal mein Feld abgesteckt. Damit haben wir das Ganze trainiert, waren also über 6000 Datensätze und haben das immer wieder und wieder trainiert. Und danach konnte man dort, wo man jetzt hier so einen weißen Punkt sieht, mit einem Klick rausfinden, wo sind die Grenzen meines Feldes. Also sehr spannende Aufgabe, hat auch sehr gut funktioniert. Und ist eigentlich eines unserer Vorzeigeprojekte. Ein anderes Projekt, das ist jetzt das letzte, was ich hier in der Runde zeigen möchte, ist ein Multikamerasystem. Das heißt, ich sehe ein Tier auf einer Kamera, typischerweise so eine Jagdbildkamera, und möchte wissen, ob dieses Tier auf einer der anderen Kameras nochmal zu sehen ist. Das kann man natürlich für alle möglichen Dinge verwenden. Damit kann man auch die bösen Buben fangen, die vielleicht irgendwo in der U-Bahn zu sehen sind, haben eine rote Jacke an und jetzt möchte ich in meinem ganzen Stadtgebiet sehen, wo ist denn noch jemand mit einer roten Jacke. Das kann man damit tun. Wir selber tun das aktuell nicht, wegen des Datenschutzes hauptsächlich, was ich auch einigermaßen beruhigend finde. Aber für die Tierwiedererkennung ist es perfekt und das haben wir tatsächlich für die Microsoft gemacht und findet man auch auf unserer Webseite einen sehr schönen Beitrag darüber. Das hat alles gut funktioniert. Das war jetzt erstmal die Vorrede, die Motivation, warum ich so viel mit Bildern mache und was das jetzt mit ChatGPT zu tun hat. Ich zeige hier mal, was noch alles mit dazugehört. Wir müssen natürlich auch sprechen und hören können. Wir müssen was sehen können, schmecken, riechen, denken, fühlen und so weiter. Und all das ist ja in ChatGPT erstmal so nicht mit drin. Erstmal ist ChatGPT ja eine reine Textverarbeitung, die eben dank des Modells immer guckt, was sind die nächsten wahrscheinlichen Wörter. Damit kann man dann ganz verschiedene Aufgaben machen. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Man kann Software damit generieren lassen. Man kann sich Dinge zusammenfassen lassen und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte oder umgekehrt, ein Wort sagt mehr als 1000 Bilder. Und habe mal geguckt, was man noch alles so mit ChatGPT machen kann. Das erste, was ich gefunden habe, ist, ich kann natürlich mir einfach in Chrome zum Beispiel Add-ons einbinden oder auch in Bing, wie auch immer ich das machen möchte. Und da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte
per Sprachbefehl mein GPT steuern. Und das funktioniert einwandfrei. Ich kann also ganz normal mit GPT sprechen sozusagen und kann aber auch darauf hören. Das heißt, mit Text-to-Speech-Elementen kann ich mir dann auch wieder vorlesen lassen, was ist denn bei ChatGPT als Ergebnis zurückgegeben worden, und das Ganze bekomme ich dann vorgelesen. Als nächstes, und jetzt kommen wir eher zu unserem Thema hier, ist, ich habe mal geguckt, was kann ich denn mit Bildern machen? Und wenn ich ChatGPT selber frage, kannst du irgendwie mit Bildern umgehen, dann habe ich noch am 19.04., also vor gar nicht so langer Zeit, die Antwort bekommen, nein, geht nicht. ChatGPT does not have the ability to generate images or draw pictures. Habe ich erstmal so hingenommen. Ich wusste aber schon, das stimmt so nicht ganz, und habe nochmal anders gefragt. Kann ein Chatbot Bilder recognizen, also erkennen? Und da hat er mir gesagt, ja, mit Visual ChatGPT, und das stammt eben hauptsächlich aus dem Hause Microsoft, kann man Bilder senden und empfangen. Das hat mich natürlich dann neugierig gemacht. Wir haben uns das genauer angeschaut, und eine Adresse, die wir gefunden haben, das ist natürlich einfach nur ein API-Aufruf erstmal, also ein Schnittstellenaufruf. Das heißt, ich rufe ChatGPT mit einer ganz normalen Anfrage auf und werde dann im Hintergrund weitergeroutet zu anderen Schnittstellen. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass Whisper verwendet wird. Und Whisper ist ja auch eigentlich nur eine kleine Applikation, mit der man anonym mit anderen Benutzern sprechen kann. Aber ich kann hier erstmalig die Verknüpfung von Bild und Sprache herstellen. Also das funktioniert recht gut. Ich kann hier allerdings noch nicht sehr viel inhaltlich fragen. Das heißt, ich kann jetzt nicht fragen, was siehst du in dem Bild? Oder etwa male mir mal so ein ähnliches Bild. Ich kann nur das als Hintergrundbild einblenden, und das ist auch schon so ziemlich alles. Ich hatte ja gerade schon mal erzählt, dass Microsoft relativ stark da jetzt ist. Wir haben ja vielleicht alle gelesen, Microsoft hat über 10 Milliarden Dollar in OpenAI investiert und ist da gerade sehr, sehr aktiv. Und das insbesondere mit dem Projekt Florence. Das Projekt gibt es schon seit 2020. Zu Anfangs habe ich mich da noch angemeldet und habe immer darauf gewartet, dass ich mal Zugang bekomme. Das hat sich alles ein bisschen hingezogen. Mittlerweile kann man aber über eine ganz normale Webseite alles über Florence erfahren. Und man sieht, sie haben es Florence VL genannt, und das steht eben für Vision und Language. Und das ist ein Projekt, was ganz explizit die Multimodalität von ChatGPT in den Vordergrund stellt. Also hier kann ich, tatsächlich Bilder hochladen, kann sie runterladen und kann mir Dinge erklären lassen. Ich würde jetzt gerne im Folgenden so ein bisschen darauf eingehen, wie das Ganze denn eigentlich funktioniert. Wir gucken uns mal den ersten Wurf an und fragen ChatGPT einfach mal, wie viele Frauen siehst du in diesem Bild? Und ChatGPT ist ja selten um eine Antwort verlegen, und im Zweifelsfall stimmt die Antwort auch gar nicht so genau. Darauf haben ja auch ganz viele Autoren schon hingewiesen. Man muss gerade, wenn es um Mathematik geht, um juristische Fragen, insbesondere medizinische Fragen, ja immer so ein bisschen skeptisch sein und sich überlegen, traue ich dieser Antwort jetzt wirklich? Also kann das stimmen? Ist das richtig, was ich hier gesagt bekomme? Und so etwas Ähnliches erleben wir gerade bei den Bildern. Es ist also ein bisschen so wie im Kinderstadium, und so muss man das Ganze auch betrachten. ChatGPT ist ja gerade mal ein halbes Jahr alt, und was da jetzt so kommt, ist natürlich alles noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. In dem Fall ist eigentlich die Antwort ganz schön. Ich frage, wie viele Leute siehst du in dem Bild Mona Lisa? Und er erzählt mir dann, dass er genau eine Dame, it depicts a single subject. Er sagt mir sogar, wer das sein soll. Entschuldigung, das ist die Lisa Gherardini. Das ist ja so ein bisschen die große Frage, wen sieht man da eigentlich auf dem Bild der Mona Lisa?
Und da kann man jetzt nur dazu sagen, er weiß das nicht, weil er das Bild analysiert hat. Er weiß das einfach aufgrund der vielen Textmeldungen, die es über die Mona Lisa gibt. Er weiß also aufgrund von Hunderten von Büchern, die er mit durchgelesen hat, von Wikipedia-Einträgen und so weiter, dass auf diesem Bild nur eine Dame zu sehen ist. Trotzdem finde ich das wirklich ganz gut, dass er das so beantworten kann. Aber wir gucken mal, ob das nicht noch ein bisschen besser geht. Ich habe ihn als nächstes mal gefragt, wie viele Äpfel denn auf diesem Bild zu sehen sind. Das Bild stammt hier von Wikipedia, soll Golden Delicious Äpfel darstellen. Und da ist es jetzt so, er sagt mir, ich sehe einige. Und jetzt sieht man hier oben schon in der Frage, how many apples do you see in this image? Da habe ich eine URL mitgegeben. Wenn ich ihn das einfach so frage, dann sagt er natürlich, welches Bild meinst du? Wenn ich ihm eine URL mitgebe, dann rennt er da tatsächlich hin und versucht, das Bild zu interpretieren. Aber er versucht das immer noch auf textueller Basis. Das heißt, er sieht zwar jetzt, okay, multiple golden delicious sieht man jetzt hier. Also er weiß, das sind ein paar zu sehen. Aber diese Information stammt eher aus dem Kontext oder auch aus dem Tag, also aus dieser Kurzbeschreibung eines Bildes. So ganz zufrieden bin ich damit noch nicht und habe mich mal gefragt, wie würden wir das denn eigentlich machen? Wie würden wir ein Bild analysieren? Und dafür gibt es natürlich Algorithmen. Und da schauen wir uns jetzt mal so einen an. Das sind also nur so 7 Zeilen ungefähr. Also mit Hilfe von CV2 und noch 1, 2 Bibliotheken, das ist jetzt hier mal als Beispiel ein Python-Programm, kann ich relativ flott erkennen, wie viele Münzen ich auf diesem Bild links oben sehe. Das stimmt dann manchmal nicht ganz. Der eine sagt 6, der andere 7. Das hängt dann eben von den Argumenten ab, die ich dem Kenny-Detektor zum Beispiel mitgebe. Aber es funktioniert ganz gut. Also ich weiß, das geht relativ einfach und jetzt kann ich natürlich gucken, was macht ChatGPT daraus. Das Erste, was ich sagen kann, ist, schreib doch selber mal ein Programm, dass das kann. Und da kommen die Stärken von ChatGPT wieder raus. Er kann also wirklich ein sehr übersichtliches, sehr gut dokumentiertes Programm schreiben, was genau diese Aufgabe erfüllt. Also im Prinzip könnte er sich selber fragen, und mit Hilfe einer API sagen, ich schicke dir jetzt mal Coding für mal dieses Python-Programm aus und gib mir mal den Rückgabewert. Und so könnte er ganz einfach herausfinden, wie viele Münzen auf diesem Bild wirklich zu sehen sind, ohne auf den Text zurückzugreifen. Also tatsächlich mit Hilfe von Bildanalysen. Gut, das war mal so der erste Rundumschwung. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden, wo GPT da steht. Also sie nähern sich so langsam der Bildinterpretation. Und jetzt komme ich mal zu dem Thema, wie können denn Bilder generiert werden? Das ist ja so ein ganz eigenes Thema, aber auch hier hat ja OpenAI zum Beispiel mit DALL-E 2 ein Programm geschaffen, mit dem das sehr, sehr gut funktioniert. Wir können uns aber auch sowas wie Midjourney angucken oder Stable Diffusion. Die machen eigentlich alle was ganz Ähnliches. Ich zeige das hier mal. Wir haben uns selber ein kleines Programm geschrieben, mit dem wir Stable Diffusion nutzen können. Und hier kann ich einfach mal sagen, ein Teddybär liest eine Zeitung. Ich kann dann angeben, wie viele Bilder ich sehen möchte. In dem Fall habe ich mal nur 2 angegeben und dann kommt eigentlich innerhalb von Sekunden die Antwort und das funktioniert sehr, sehr schön. Jetzt würde ich im nächsten ganz kurz mal darauf eingehen, wie dieser Algorithmus eigentlich funktioniert, um dann sehen zu können, was jetzt Visual ChatGPT daraus schon macht. Gucken wir uns mal an, wenn wir Stable Diffusion zum Beispiel nehmen, wir können auch DALL-E 2 nehmen, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Und da können wir sehen, wie der Zusammenhang von Text und Bild tatsächlich ist. Also ich möchte einen Text eingeben. Ich sage sowas wie ein blauer Hase. Und dann schicke ich das Ganze ab und erwarte ein Bild. Und tatsächlich kommt ein blauer Hase raus.
Und zwar, ich kann noch sowas angeben wie ein blauer Hase als Aquarellbild oder ich kann sagen, mal das mal wie ein kindliches Bild, wie auch immer. Wenn ich das mache, dann wird erstmal in so einem Bag of Words oder in einem Lexikon, in einer Wortliste nachgeschlagen. Das sieht man hier unter der 1. Gibt es diese Wörter denn überhaupt? Und in dem Fall kann ich eben maximal 77 Wörter oder Tokens, das ist in dem Fall mal das Gleiche, angeben. Und dann sagt er mir, ja, ich habe die ganzen Indizes gefunden. Ich weiß, was ein blauer Hase ist. Also in Anführungszeichen weiß er, was das ist. Und dann wird das Ganze embedded. Embedded heißt jetzt nichts anderes, als dass er sagt, ich habe hier Texte und die kann ich gar nicht verarbeiten. Also mache ich jetzt Vektoren daraus mit Hilfe von Zahlen. Also Embedding heißt nichts anderes, außer aus Texten Zahlen zu machen. Und dann läuft das Ganze in das Clip-Modell rein. Und das ist eben auch von OpenAI zusammen mit dem ganzen Modell, also ChatGPT und dem Bildgenerierungsmodell entstanden. Und hier wurden mehrere Millionen Bilder genommen. Und mit den Texten, die es dazu gibt, also häufig steht ja irgendein ganz kurzer Text bei dem Bild dran, wurden die miteinander assoziiert. Ich zeige in der nächsten Folie dann nochmal, wie man das eigentlich mit Bildern macht. Mit Texten ist es ja relativ klar. Ich habe jetzt meine Texte, meine Tokens und die kann ich in Vektoren umsetzen. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich sie mit den Bildern assoziieren. Das sieht man hier in dieser blauen Diagonale und kann einfach dafür sorgen, dass immer, wenn dieses Bild kommt, möglichst dieser Text dazu assoziiert wird. In dem Fall, der Text ist jetzt hier nicht so gut sichtbar. Pepper, the Aussie Pup. Also der Hund heißt Pfeffer und ist ein australischer kleiner Hund. So, das kann ich machen. Und jetzt habe ich hier in dem blauen Bereich meine Text-Encodings. Soll heißen, ich habe 77 Elemente. Das sind ja meine Texteingaben. Und jedes Element hat 768 weitere Elemente, die dieses Token beschreiben. Und jetzt kann ich einen ganz großen Trick machen. Ich kann ein noisy Image nehmen, also ein komplett verrauschtes Bild, bei dem jeder Bildpunkt einfach sehr zufällig gewählt worden ist. Man kann als Mensch darauf nichts erkennen. Es sieht einfach nur verrauscht aus. Und dann kommt hier etwas und das ist das eigentliche Modell. Und so ähnlich funktionieren eigentlich all diese Bildgenerierungsmodelle. Hier habe ich ein neuronales Netz. Hier habe ich Bilder, die sind verrauscht. Da sage ich gleich noch was dazu. Und ich habe einen Encoder und einen Decoder. Was soll das heißen? Das soll heißen, ich habe normalerweise einen Textbereich, der auf ein Bild abzielt, was 512 mal 512 Pixel groß sein kann. Jetzt möchte ich das aber verkleinern und in einen semantischen Raum überführen. Und der soll eben nur 64 mal 64 Bit groß sein. Und das kann ich hier mit diesem Encoder machen. Auf der anderen Seite habe ich wieder einen Decoder, der aus diesem relativ kleinen Bild dann ein größeres Bild macht, natürlich mit Hilfe von Interpolation. Da soll das Bild dann wieder auf 512 mal 512 Pixel hochskaliert werden. So, was macht jetzt dieses Programm hier eigentlich? Ich gehe erstmal hin und lasse tausende von Bildern immer weiter verrauschen. Also immer ein bisschen mehr Rauschen mit drauf, bis ich aus einem Originalbild fast nichts mehr erkennen kann oder gar nichts mehr erkennen kann. So, jetzt habe ich das zigtausendmal gemacht. Jetzt kann ich auch den gegenteiligen Prozess, also ich kann aus einem verrauschten Bild ein entrauschtes Bild machen. Das kann ich jetzt mit Hilfe dieses Units. Das ist das Ding, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, als wir für die KWS diese Erkennung von Feldgrenzen gemacht haben. Das funktioniert ganz genau so, nur dass ich jetzt hier nicht ein Bild und GPS-Koordinaten habe, sondern ich habe ein verrauschtes und ein entrauschtes Bild. Das Ganze lasse ich 40, 50 Mal durchlaufen. Es geht also wirklich in Sekunden und dann entsteht hier ein Bild. Und dieses Bild gab es vorher noch nicht. Das ist eben genau das Wichtige. Bei ChatGPT ist es ja auch so, dass neue Texte entstehen und die Bilder funktionieren auch so. Dieses Bild wird jetzt nirgends nachgeschlagen, sondern es ist komplett neu generiert.
Soweit erstmal dazu. Jetzt haben wir als letzten Punkt noch das sogenannte Conditioning. Und damit kann ich eben angeben, dass zum Beispiel meine Texteingabe Einfluss auf diese Bildgenerierung hat. Dazu übergebe ich ja meinen Text mit dem Bild zusammen und versuche dann herauszufinden, was ich auf dem Bild zu sehen habe. Aber ich kann auch ein Image-to-Image machen. Also ich kann auch weitere Bilder damit reingeben. Wer zum Beispiel das Phänomen von Inpainting kennt, also ich kann bei einem Bild von einer Dame zum Beispiel die Frisur markieren und kann einfach sagen, mach eine andere Frisur daraus. Oder ich kann die Schuhe nehmen und sagen, zieh mal statt Sneakers jetzt mal Wanderschuhe an. Das kann ich eben relativ einfach machen und das funktioniert mit Hilfe von diesem Conditioning. Da kann ich eben sagen, wie dieses Unit jetzt auf das Conditioning gemeinsam mit den Bildern reagieren soll. So, jetzt hatte ich ja gesagt, ich kann hier die Bilder auch enkodieren, also als Vektoren darstellen. Wie kann ich das machen? Das zeige ich mal auf der nächsten Folie. Ich kann also zum Beispiel so ein Bild eines blauen Hasens nehmen und kann einfach 3x3 oder 4x4 oder 10x10 Bilder, je nachdem, wie ich das haben möchte, generieren. Und die werden einfach serialisiert, einfach hintereinander geschaltet. Und das entspricht jetzt quasi meinem Textencoder. Also da, wo ich meinen Text encodiert habe, da gehe ich auch hin und nehme meine Tokens. Maximal 77, wenn ich eben nur 5 Tokens habe, dann wird der Rest mit 0 aufgefüllt. Und das funktioniert hier ganz genauso. Also so kann ich die miteinander assoziieren. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass in diesem Bild kein Tag hinterlegt ist. Das heißt, ich habe keinerlei Textinformationen dazu gegeben. Und jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir trotzdem aus diesem Bild etwas herausbekommen, Informationen herausbekommen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt hier so etwas wie Visual ChatGPT. Da ist Microsoft ganz vorrangig mit beteiligt und das funktioniert jetzt schon sehr gut und ich gehe einfach mal davon aus, ohne jetzt groß Glaskugel lesen zu wollen oder hier die großen Prognosen zu erstellen, aber ich gehe mal davon aus, dass es sehr ähnliche Dinge in Zukunft ganz normal bei ChatGPT mit zu verwenden gibt. Ich habe also jetzt meinen Hasen, den ich gerade mit Stable Diffusion generiert habe, Sample 01 genannt. Das heißt, er kann gar nicht wissen, was hier drauf zu sehen ist. Und jetzt übergebe ich an Visual ChatGPT. Das ist so ein bisschen Erweiterung für das normale GPT. Dieses Bild. Und dann sagt er erstmal, habe ich bekommen. Und dann sage ich, describe this image. Also sag mal, was du darauf siehst. Und dann sagte mir, the image shows a blue rabbit sitting in the grass. Und da muss ich schon sagen, das ist wirklich 1A, also viel besser geht es nicht mehr. Das funktioniert schon so, so gut, dass man es eigentlich spruchreif so auf den Markt werfen könnte. Das Ganze ist noch so ein bisschen in der Beta-Phase. Das heißt, es gibt es auf Englisch und Chinesisch. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall ist das eigentlich spruchreif. Jetzt gucken wir uns noch mal ein paar weitere Bilder an, die eben Image-to-Text sind. Also ich möchte aus einem Bild einen Text generieren. Und da haben wir noch mal unser Bild, was wir eingangs hatten. Entschuldigung. Und das habe ich jetzt mal hochgeladen. Er macht dann einfach irgendein PNG daraus und sagt, dann habe ich bekommen. Ich sage wieder, beschreibe mir mal das Bild. Und dann sagt er, the image shows the brain divided by the Caesar and Caesar. Kommen wir gleich dazu, was das nun sein soll. Auf jeden Fall habe ich das Ganze nochmal gemacht, weil ich erstmal wissen wollte, was meint er mit Caesar und Caesar. Und dann hat er das Ganze auf Chinesisch übergeben. Das heißt, ich habe hier gar nicht umgestellt, ich habe das direkt hintereinander gemacht. Und das sind eben so ganz klassische Kinderkrankheiten. Ich vermute einfach, dass er so eine Art Load Balancing gemacht hat oder was auch immer und auf den chinesischen Server dann rübergegangen ist oder wie auch immer das im Hintergrund funktioniert hat. Aber wir sehen, es funktioniert schon recht gut. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier oben ist nochmal das Bild. Ich sage, beschreibe mir das Bild und er sagt Caesar und Caesar. Ich wusste nicht, was das ist und frage ihn dann, was das ist. Und dann sagt er mir eben, das ist ein Akronym für Central Focus und so weiter.
Das heißt, jetzt habe ich wirklich eine Interaktion über ein Bild. Soll heißen, ich kann jetzt dann Text oder ein Bild eingeben und kann mich mit ChatGPT über dieses Bild unterhalten. Und das sind natürlich ganz neue Dimensionen. Also ich kann mich auch über ein Video mit ihm unterhalten. Da wird man aber feststellen, da mogelt er auch und versucht rauszufinden, was in dem Video gesprochen wird, versucht die Texte zu analysieren. Die Bilder von Videos kann man hiermit noch nicht einfach interpretieren. So, was wir jetzt hier sehen, wir können dieses Bild nicht einfach nur interpretieren lassen, sondern wir haben innerhalb dieses Programms auch die Möglichkeit, das Bild zu manipulieren. Also das, was wir eigentlich die ganze Zeit in der KI machen, also Tiefeninterpretationen zu machen oder hier Kenny Edge Detection, also die Kanten von Bildern zu erkennen. Das ist ja was, was wir so im Alltag wirklich jeden Tag machen. Das funktioniert hier auch schon sehr gut. Das heißt, ich habe hier einfach Funktionalitäten, um Bilder zu interpretieren, aber auch herauszufinden, wie er die interpretiert und was er damit macht. Soweit erstmal sehr, sehr schön. Was nicht ganz so schön ist, zeige ich mal im nächsten Bild. Das hier ist der Hund meines Kollegen. Und ChatGPT verhält sich genauso wie VisualGPT hier. Er mogelt halt einfach mal oder sagt halt irgendwas, was nicht ganz stimmt. Ich hatte schon gesagt, gerade im medizinischen Bereich muss man ein bisschen aufpassen oder mathematischen Bereich. Also wenn man jetzt GPT rechnen lässt, dann kann das mal vorkommen, dass es einfach nicht stimmt. Sowas, was man bei Excel zum Beispiel nicht erwarten würde. Da geht man immer davon aus, dass das schon genau richtig ist. Das ist hier ähnlich so eine Kinderkrankheit noch. Ich frage ihn, welche Farbe hat das Halsband des Hundes? Und er sagt halt, das ist schwarz. Jetzt ist der ganze Hund schwarz, aber das Halsband eben nicht. Und das macht er eben noch falsch. Das erzählt er aber auch nicht mit, ich bin mir nicht so ganz sicher, sondern er sagt halt einfach, so und so ist es. Und diese Faktizität, die ChatGPT dann oder GPT hier an den Tag legt, das ist halt so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Gut, ich habe da noch ein anderes Bild genommen, habe wieder gesagt, beschreibe mir das Bild mal und dann wird es ganz kurios, dann sagt er, das Image zeigt eine Katze, wie sie über ein grünes Feld rennt. Also das stimmt nun überhaupt gar nicht mehr. Er erzählt das aber so, wie er das gerade denkt, in Anführungszeichen. Und ja, macht da halt irgendwas draus, völlig ungefiltert, ob das nun stimmt oder nicht. Was ich aber auch machen kann, ist, wie sieht der Hund gemalt aus? Ich kann also das, was man früher als Style-Transfer kannte, das kam ja so 2016, 2017 raus, da konnte man ja ein Bild von Monet in ein Bild von Van Gogh überführen oder Rembrandt oder so und konnte den Style drüberlegen. Das kann ich jetzt hier auch ganz einfach machen. Und ich kann einfach sagen, mal mir dieses Bild mal aus diesem Foto heraus. Und das sieht schon ein bisschen ähnlich aus und das kriegt er sehr, sehr gut hin. Gut, was er nicht weiß, ist, wie alt der Hund ist. Und da hat er tatsächlich auch mal gesagt, ich weiß es nicht. Und das fand ich sehr sympathisch. Er hätte ja auch einfach sagen können, der ist 7 Monate alt. Aber da sagt er, weiß ich nicht. Also so ein bisschen in Richtung Wahrheitsliebe geht das schon. Was ich jetzt noch machen kann, ich hatte es gerade schon mal so skizziert, ich kann mir einfach Bilder malen lassen. Und das ist ja so eine andere Funktionalität. Also wenn ich nicht etwas fotorealistisch haben möchte, sondern tatsächlich sage, mal mir einen Hund, dann fängt er tatsächlich an, etwas zu malen. Und dann sagt er auch, der Hund wurde aus dem Text generiert. Also das funktioniert schon richtig gut. Ich kann auch sagen, mal mir ein Zebra. Funktioniert auch. Ich kann auch sagen, mal mir ein gelbes Zebra. Und dann malt er da eine Couch mit drauf. Und ich weiß nicht, ob das mal ein Bild war oder so. Sieht das so ein bisschen aus, als ob jemand mit einem Textmarker drauf rumgeschrubbelt hätte. Aber es ist tatsächlich ein Versuch, ein gelbes Zebra zu malen.
Was er dann nicht mehr hinbekommt, ist, wenn ich ihm sage, mal mir ein Zebra mit blauen und grünen Streifen oder irgend sowas, dann malt er eben nur die Nase rot. Man merkt einfach, das Ganze ist noch in einem relativ jungen Stadium, aber die Tendenz ist schon richtig, richtig gut. Was man auch machen kann, ist, man kann sich fotorealistische Bilder zeichnen lassen. Und ich kann zum Beispiel sagen, mal mir mal einen Wassertropfen mit einem Baum darin. Und das ist so toll, dass man wirklich sagen kann, das ist spruchreif. Also das kann man so verkaufen. Das Ganze funktioniert auch mit Midjourney oder mit anderen ähnlichen Programmen. Und das jetzt gekoppelt mit GPT finde ich eine richtig klasse Sache. Gut, jetzt würde ich ganz gerne übergehen und so ein bisschen echte, also Real-World-Applikationen zeigen, echte Applikationen, die es schon gibt und in welche Richtung das Ganze geht. Ich kann zum Beispiel ein Architekturprogramm nehmen. D10 macht das zum Beispiel schon. Und da kann ich sagen, mal mir mal ein 7-stöckiges Haus. Und in diesem Haus soll man wohnen können und so weiter. Das macht er 1a. Das sind natürlich Fantasiebilder wiederum, die er aus den Bildern, die er schon kennt oder aus den Texten heraus generiert. Wie das geht, haben wir ja gerade so ein bisschen schon skizziert gesehen. Und jetzt könnte ich eben mit Hilfe von Sprache einfach hingehen und sagen, da rechts unten ist Platz, mal da mal einen Parkplatz mit rein. Oder mach doch mal eine Tiefgarage links unten hin oder was auch immer. Jetzt kann ich dieses ganze Bild nehmen und modellieren. Und was ich wiederum persönlich glaube, wo die Reise hingeht, das ist aber auch nur eine Vermutung, ist, dass Architekten jetzt nach und nach hingehen werden und sagen, naja, das ist ja schön, dass ich so ein lustiges Bild da habe. Aber als Architekt sind natürlich ganz andere Kriterien wichtig. Also zum Beispiel weniger die Kreativität als die Statik. Ich muss sicherstellen, dass das Ding nicht einfach zusammenfällt. Ich muss gucken, dass das eine Eingangstür, Ausgangstür hat, eine Feuersicherheit und so weiter. Das, glaube ich, wird jetzt in Zukunft passieren. Dieses Verschmelzen von diesen Fantasiebildern in einen Bereich, den ich wirklich nutzen kann. Ich kann ja hier auch einen Garten einfach umgestalten oder sonst irgendwas machen. Also das ist auch nur eine persönliche Prognose. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Architekten damit jetzt richtig intensiv arbeiten wollen. Ein ganz anderer Bereich, wo sowas Ähnliches gemacht wird, ist die Mode. Das zeige ich hier auch mal. Es gibt mittlerweile relativ viele Modeanbieter, die so eine App haben, auch teilweise auf ihrer Webseite. Da kann ich eben ein Bild einer Dame machen und kann sagen, okay, jetzt möchte ich aber mal die gleiche Frau sehen in einem anderen Rock oder mit einer anderen Bluse. Sowas Ähnliches habe ich bei Deichmann schon gesehen. Man kann zum Beispiel auch die Schuhe abändern und sagen, ich möchte jetzt statt dieser silbernen Sandaletten oder was auch immer das für Schuhe sein mögen, gerne Wanderschuhe oder Sneakers oder sonst was haben. Und wo man das auch sehr gut nutzen kann, ist, ich möchte eine andere Frisur haben. Die Dame soll jetzt blond werden oder soll gekräuselte Haare haben, wie auch immer. Man sieht auch, dass das Ganze intensiv kommt, dieses ganze Thema. Dadurch, dass es bei Photoshop etwa jetzt neuronale Filter gibt, da kann ich einfach hingehen und sagen, nimm diese Dame und ich habe hier mal ein anderes Bild mit einer geschminkten Dame und übernehme einfach nur mal die Schminke in dieses Bild, dieses Gesichts dieser Dame. Das funktioniert also auch alles schon sehr, sehr gut. Gut, dann ein Thema, was mich persönlich interessiert, das ist jetzt noch mal ein bisschen technischer, aber ich will gar nicht so intensiv auf die Technik eingehen, sondern mir zeigen, dass das schon funktioniert. Ich kann eine Human Activity Recognition machen. Was soll das sein? Ich möchte ein Video irgendwo reingeben, also in GPT zum Beispiel, und möchte sagen, zeig mir mal, was du auf diesem Video siehst. So, wenn ich das normalerweise mache hier, dann haben wir wieder unsere Texte, unsere Images. Das hatten wir vorhin in dem Clip-Modell schon gesehen. Und dann kann ich sagen, hier ist dieses Florence-Modell von Microsoft zum Beispiel.
Wir lassen mal den mittleren Teil weg. Die ganzen technischen Details interessieren uns jetzt mal nicht so genau. Wir wissen aber, was ein Encoder ist und so weiter. Und dann kann ich sagen, hier ist zum Beispiel eine Bildsuche oder eine Klassifikation. Ich kann hier sagen, mache eine Object Detection. Das ist ja immer, wenn ich diese Ränder um verschiedene Elemente haben möchte. Ich könnte eine Segmentierung machen und die Elemente, die ich darin sehe, also Steinadler oder Pinguine oder was auch immer, könnte ich alle farblich markieren lassen. Oder aber auch, und das ist das Interessante hier, ich könnte eine Action Recognition machen. Und das funktioniert mit diesem Florenz-Modell eben auch schon sehr, sehr gut. Und ich zeige das hier nochmal. Wenn ich das Video reingebe, dann kann er zum Beispiel eine sogenannte Pose-Estimation machen. Das ist ja so die klassische Pose-Estimation. Das sind also 13 Punkte auf dem Körper, also die Handgelenke, die Ellenbogen, die Knie, der Kopf und so weiter. Und kann dann sagen, beobachte mal nur diese Elemente und dann malte mir wie so eine Art Gitternetz das dann auf. Und daran zum Beispiel kann ich erkennen, wie jemand geht. Also in China gibt es ja mittlerweile auch auf der Straße Kameras, die einfach nur Menschen darüber erkennen, wie sie gehen. Ob sie nun schlendern oder schnell gehen und so weiter. Das funktioniert alles technisch gesehen schon sehr, sehr gut. Und was ich jetzt hier machen kann, ich kann so einen sogenannten Motion Encoder nutzen und kann dann eben die 3D Pose Estimation daraus machen. Aber ich kann auch so ein Mesh Recovery, also so ein Mix quasi, und kann sagen, okay, dann mal mir mal diese Person hin und das wirklich Phänomenale, sag mir mal, was diese Person gerade tut. Und wir haben das gemacht mit einem Datensatz, der hat so 100 und ein Sportarten, also von Baseball über Football über Schwimmen und so weiter. Und darüber kann man dann sehr einfach sagen, das ist ein Algorithmus, der ist alles in allem vielleicht 2 DIN A4 Seiten lang und so. Sag mir mal, was du auf diesem Video siehst. Und er ist mit 99%iger Sicherheit im Klaren darüber, sehe ich jetzt einen Schwimmer oder sehe ich jetzt jemanden, der Baseball spielt und so weiter. Finde ich persönlich absolut faszinierend und ich glaube, wir werden noch eine ganze Menge in dieser Human Activity Recognition sehen. Wir selber haben gerade auch einen ganz konkreten Auftrag dazu, wo wir Menschen dabei unterstützen, wenn sie Maintenance-Aufgaben, also so Support-Aufgaben zum Beispiel erledigen. Etwa bei einem Austausch eines Filters machen wir das. Da wird der Mensch mit beobachtet, wie er einen Filter eines Kühlers austauscht und dann sagt einem das Human Activity Recognition Programm direkt, ob man das alles richtig gemacht hat, ob Ersatzteile fehlen und so weiter. Gut, das war jetzt schon eine ganze Menge. Ich würde jetzt ganz langsam zum Ende kommen und möchte gerne noch eine Sache zeigen, die noch nicht so gut funktioniert, von der ich aber ausgehe, dass es sich auch sicherlich im Laufe dieses Jahres oder, naja, ich denke mal, bis Ende des Jahres wird sich da schon sehr viel getan haben. Und zwar geht es darum, kann ich denn aus einem Text ein Video generieren? Jetzt müssen Sie den Text hier gar nicht ganz lesen. Ich kann das ganz kurz skizzieren, was da passiert. Es ist also aus dem Büchlein von Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Watzlawick ist ein österreichischer Psychologe gewesen und hat unter anderem diese Kurzgeschichte geschrieben. Und wenn ich jetzt so eine Kurzgeschichte nehme und ich sage, baue mir daraus ein Video, also das Gegenteil zu dem, was wir gerade in dieser Human Action Recognition gesehen haben, baue mir jetzt daraus ein Video, dann sehen wir eine ganz hohe Komplexität, weil ich muss ja Absätze zusammenfassen, ich muss ja Szenen bilden, ich muss ja als Regisseur, das ist jetzt ja auch nur eine sehr kleine Geschichte, aber ich muss ja quasi hingehen und Absätze bilden, um dann zu wissen, wann muss ich umschwenken mit der Kamera. Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und was man aktuell so findet, es gibt da zum Beispiel von Google das Fenaki-Programm, dass man dann eben ein Bild nimmt und nur ein bisschen hin und her wackelt, rein und rauszoomt und so ein bisschen damit imitiert, was passieren soll. Aber hier haben wir jetzt eine ganze Geschichte. Ich erzähle dir mal ganz kurz. Also man möchte ein Bild aufhängen. Der hat auch einen Nagel, er hat auch das Bild, aber er hat keinen Hammer.
Jetzt denkt er sich, ja, mein Nachbar hat doch einen Hammer, da kann ich doch mal rübergehen, den frage ich jetzt mal. Und der nächste Gedanke, den er hat, ist, naja, aber mein Nachbar hat mich ja in letzter Zeit auch echt kaum noch gegrüßt, der war ja überhaupt sehr komisch zu mir, also ich weiß gar nicht, ob mir der seinen Hammer leihen würde. Also ich glaube, der würde mir den nicht geben. Und dann steigert er sich da so schön langsam rein. Und das Ende vom Lied ist, dass er zum Nachbarn geht und sagt, behalten Sie doch Ihren blöden Hammer. So, also diese ganz kleine Kurzgeschichte hat schon so viel Potenzial für verschiedene Interpretationen und verschiedene Bildabfolgen. Wenn man das jetzt selber versucht, dann muss man ja erstmal dafür sorgen, dass, wenn ich jetzt sage, okay, mein erster Mensch, der soll ein blaues Shirt anhaben, dass der Mensch auch immer wiedererkannt wird. Und das ist eben eines dieser vermeintlichen Problemchen noch, die es bei diesen Visual ChatGPT zum Beispiel gibt, ist, es werden natürlich immer zufällig neue Personen generiert. Also muss ich jetzt schon einige Elemente festhalten und sagen, okay, der hat immer einen schwarzen Bart und so soll der dargestellt werden. Dann kann ich natürlich darstellen, er denkt. Ja, also könnte man hier schon meinen, ja, der Mensch denkt jetzt über irgendwas nach. Vielleicht überlegt er jetzt gerade, wie war das mit dem Nachbarn? Und dann geht er eben zu dem Nachbarn rüber. Und dann passiert da wieder was. Ich kann das auch mit Text unterlegen und so weiter. Aber es ist natürlich ungleich viel schwieriger, so einen ganzen Film ablaufen zu lassen. Also wenn ich mir vorstelle, ein Film wie Pulp Fiction oder sowas, der wirklich über 90 Minuten geht und tausende von verschiedenen Einstellungen hat, das ist noch die ganz, ganz große Kunst. Und da sind wir mit der KI gerade einfach noch nicht. Und ich denke mal, das wird auch vielleicht eher noch 1, 2 Jahre dauern. Aber die ersten Bemühungen sind schon im Internet zu sehen. Und jeder sagt, ich kann hier Videos drehen. Wie gesagt, das ist meistens nur, dass ein Bild ein bisschen hin und her wackelt. Wie man jetzt das, was der Mensch da denkt, auch darstellen kann, ist noch eine große Frage. Zeigt man da eine Rückblende, wie der Mensch eben seinen Nachbarn sieht, der ihn nicht grüßt oder wie auch immer. Also das sind noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich finde es auch schön, dass es diese Fragen noch gibt, weil das ist ja genau unser Geschäft. Und ja, das war das, was ich heute mal zeigen wollte. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und war interessant. Und jetzt wären wir noch offen für Fragen. Ja, vielen Dank, Gerhard. Das war super interessant. Ich muss gestehen, ich hatte... meine Diplomarbeit habe ich auch in den 90ern geschrieben und da ging es auch um Spracherkennung. Ja, also habe ich alles schon. Ja. Muss ich mir rausgraben aus dem Keller. Aber ansonsten Fragen haben wir jetzt nicht reinbekommen, aber ich glaube, der Michael hat noch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Genau, ich habe noch was im Kopf habe. Genau, richtig. Hallo. Ich habe noch was. Ich finde erstmal interessant, dass ChatGPT davon ausgeht, dass alle Leute, die einen Hammer haben, beziehungsweise sind es die meisten, die der gezeichnet hat, einen Vollbart haben. Also Gerhard, wir haben ganz gute Karten. Ja. Mal so ein Hammer. Sehr schön. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, wo denn Microsoft tatsächlich steht mit diesen ganzen Technologien. Sie werden das gehört haben dass, und gelesen haben, dass Microsoft investiert, auch schon tatsächlich über die letzten Jahre. Das heißt also, in den letzten Jahren hat sich Microsoft gerade in dem Bereich Analytics, was ja mit Daten zu tun hat, oder auch aber AI Development mit den Services sehr, sehr entwickelt. Und wird auch von Gartner als führender Anbieter in dem Bereich gesehen. Hier mal so 2 Auszüge aus den aktuellsten, zumindest den aktuellsten Bildern, eins sogar von Januar 2023 rund um Analytics, die Themen. Und dann eher zur Nachlese. Ich hatte das anfangs erwähnt, Copilot. Es gibt den Microsoft Image Generator oder den Microsoft Designer. Dann gibt es Möglichkeiten, diese Bildgenerierung und Designgenerierung in PowerPoint mit einzubinden. Also all die Möglichkeiten, die Gerhard heute gezeigt hat, zur Texterkennung, zum Textverständnis, zum Generieren von Bildern, zum Verstehen von Bildern, hat Microsoft in unterschiedliche Services eingebaut. Und die stehen dann im Office-Paket in den unterschiedlichen Applikationen, sogar auch den Business-Applikationen schon. Dann demnächst zur Verfügung hier ein paar Links zum Nachschlagen. Und zu guter Letzt möchten auch wir Sie natürlich zu einem zum Nachdenken einladen, mit uns zusammen. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten gesehen, Einsatzmöglichkeiten von AI. Gestern hatten wir eine ähnliche Session rund um die Cognitive Services von Microsoft. Wenn Sie da
Interesse daran haben, das findet man auch als Aufzeichnung dann bei der Telekom. Diese unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, die haben Ihnen jetzt erstmal die Möglichkeit gegeben zu verstehen, was gibt es da alles, ne? Welche Möglichkeiten kann ich, was kann ich eigentlich alles? Und jetzt wäre es natürlich interessant herauszufinden, welche Auswirkungen hätte das auf Businessprozesse in Ihrem Business? Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Laden wir Sie ein, mit uns gemeinsam einen Workshop durchzuführen und zu schauen, wie können wir diese Möglichkeiten in Ihrem Business, in Ihr Business integrieren? Welche Möglichkeiten haben wir da? Und das passiert dann meistens mit einem ersten Proof of Concept, ne, auf das man sich einigt, um mal zu schauen, bringt das denn einen Mehrwert tatsächlich? Ne? Ich habe jetzt erstmal verstanden, ich könnte das so integrieren. Proof of Concept würde mir dann zeigen, ja, das funktioniert tatsächlich und dann kann es weitergehen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein und dazu können Sie uns beide, den Gerhard und mich, kontaktieren und dann schauen wir, wie wir das organisiert bekommen. Hier sind unsere Kontaktdaten von unserer Seite. Damit sind wir damit am Ende dieser Session und wir bedanken uns herzlich. Vielen Dank. Ich schließe mich an. Ich danke euch herzlich für den tollen, interessanten Vortrag und dass ihr die Zeit so schön ausgenutzt habt. Wir sind nämlich fast schon 10 Uhr jetzt und deswegen, da jetzt auch keine Fragen reingekommen sind, würde ich das Ganze dann auch einfach schließen, ja, und nochmal darauf hinweisen, dass sich jeder das auch nochmal als Aufzeichnung anschauen kann über wiederholtes Klicken auf den Teilnehmerlink und vielleicht der Hinweis auf morgen noch. Morgen haben wir unsere letzte Inspiration Week Session. Da geht es um die Zukunft des Internets mit Metaverse und Generative AI Technologien. Also da wird das Thema auch wieder aufgegriffen, vielleicht ein bisschen auf einer breiteren Ebene. Genau, aber damit Schluss und ich wünsche uns allen einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Ciao.